Hallo zusammen, ich bin der Nicola Galladay von der SP. Kulturstadt Winterthur ist für mich Musikfestwoche auf der Steinberggasse. Huckendicht im Gaswerk, die, die ich schütten könnte, im Salzhaus, auf Radio Stadtfilter und manchmal leider auch auf der Schützenwiese. Bist du das letzte Jahr im Theater am Gleis gewesen? Ja, ich war im Theater am Gleis gewesen, an einem Konzert. Kann und soll sich Winterthur mehr Kultur leisten? Ich glaube, Winterthur soll sich mehr Kultur leisten können. Wie beurteilst du das Kulturleitbild der Stadt Winterthur? Ich finde es ein allgemein gefasstes Kulturleitbild, aber es ist sicher eine gute Grundlage für alles Weitere und einen guten Rahmen für alle Kultur engagiert. Ist Street Art Kunst? Ja. Wer sind die Mäzene der Neuzeit? Ich glaube, die Mäzene der Neuzeit, das ist nicht materiell, sondern das ist immateriell. Das sind alle die, die die Stadt weiterbringen wollen und sich beteiligen und mitmachen. Sprichst du dich für eine kulturelle Nutzung vom heutigen Polizeigebäude aus? Ja. Braucht Winterthur eine kommunale Rechtsgrundlage für Kulturförderung? Ja, das ist so vorgesehen. Muss Kultur für alle erschwinglich sein? Ja. Was ist das Cameo? Ein Kino. Soll die Fasnacht subventioniert werden? Nicht unter dem Titel Kultur. Wer ist der grösste kulturelle Leuchtturm? Ich glaube, die Vielfalt macht es aus. Für mich selber, von der Wirkung her, sind es die Musikfestwochen, die nach außen ausstrahlen, aber auch nach innen für alle gratis lang können besucht werden, ein Leuchtturm. Schätzfrage zum Salzhaus. Wie viel Prozent vom Budget tut die Stadt beitragen? 10%. Kultur, professionelle Branche oder Hippietum? Beides. Darf Kultur politisch sein? Ja.